Okay, willkommen zurück im Fehler-Error-Modus. Wo wir jetzt gleich rausfinden werden, dass Caligulas Casino auch nicht geht. Das macht dann nämlich vor allem auch die Mission, wo ich das Casino dann tatsächlich ausrauben muss, schwierig. Aber versuchen wir es jetzt zumindest mal. Das wird nerven. Vor allem ist es nämlich auch so, dass man da viel weiter ins Casino rein muss, bis es endlich abstürzt. Also es hängt definitiv mit den blöden NPCs zusammen. Da bin ich mir ganz sicher. Das sind irgendwelche Casino-NPCs, die da nicht funktionieren. Nur, was mich wundert, ist, dass die früher eigentlich immer funktioniert haben. Und dass sie es also bloß jetzt auf einmal nicht mehr tun. Wie nervig ist das? Warum kann ich von hier aus überhaupt NPCs sehen, um die feindlich zu machen? Möglicherweise ja nicht. Naja, da sind welche, aber sehen die mich? Frage ich mich. Oder muss ich dazu ballern? Ich muss ich ballern. Und dann kommen natürlich wieder diese Erschis. Und es hilft aber noch nicht mal. Also gut, ich pausiere. Also ich habe es jetzt noch mal versucht, die richtige Skriptversion einzufügen. Und ich hoffe, jetzt funktioniert's. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Zay. Leave it out, Dimlo. What's wrong? So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Absturzgebacke geht schon ganz schön auf die Nerven.
hier ist es natürlich auch wieder so. Der erste, den man rammt, ist es nicht. Das ist ja eh klar. Ich frage mich ja, ob die wirklich entkommen, wenn man hier zu langsam ist. So, jetzt rattern die auch noch die ganze Zeit. Achso, nein! Dafür rattern jetzt aber auch die NPCs auf den Krankenwagen. Ach, böö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 
Geht's ja jetzt. Ich freue mich, ob der Typ sterben kann, wenn es zu viele Unfälle gibt. Hey, Mother! Mother, ist das du? Ich sehe das Licht. Never, never, ever gonna talk like that again. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Diese Bullenmission gibt es jetzt auch. Ich stürze vielleicht nicht ganz so arg ab. Jetzt hat man es aber auch so gemacht, dass das Spiel abstürzt. Und dann auch noch ohne Fehlermeldung. Ich gehe natürlich voll davon aus, dass wenn ich wieder eine Casino-Mission versuche, dass es dann wieder weg ist. Hä, ach, der tote Mafia-Typ ist da irgendwie auch immer noch drin.
get home, I... Na, die Mission ist zum Glück nicht so schwierig. Könnte ich schaffen. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words. Also, ich will jetzt mal ausprobieren, ob der Rosenberg einem hilft. I can take you by the hand. Nicht. Okay, doch. Right. You need a car. Would you come on the fucking dirt? Problem ist, er hat dadurch dann natürlich schon Striche verloren. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, which muss aber echt immer in diese Richtung. Wenn man an dem Flughafen und so vorbei muss. Yes, I want to do something safe and legal and boring with people that like me and have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks. I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit! Shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Aber echt immer diese Richtung. Das ist, glaube ich, die vierte Mission in Folge, wo man hier lang muss. Und dann natürlich auch wieder zurück. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Yeah. Shit, they started a fire to keep us out. Jetzt wieder voll ist, Leute. Extinguisher here somewhere. That's fine. Carly, no witnesses or we're dead meat. You don't need got the extinguisher. I got the extinguisher. Take those guys out and I'll put out the flames. I'm gonna start up the meat track. Now stand back. I'm gonna blast these flames. You don't need it now. Ah. Well, what are you waiting for? You lost the wheel, did it yet? Muss ich auch noch aufpassen, dass der mich nicht abballert. Ja, Alter, hör auf, das Feuer ist doch schon lang weg. Screw this, I'm gonna hide in the freezer. Can I hide this? What did you expect? Hoffel mit einem Baseballschläger versuchen sie. Hör, da kommen ja noch ganz viel. What did I say? What did I do? Nothing. My bad. Now take cover. Holy fuck. What is it about my luck? I'm screwed. Da gäbe es tatsächlich eine Rüstung, aber wie soll man da drankommen? Oh, we gotta do something. Da ist wieder einer. Wenn den er wieder nicht trifft. Shit, this is insane. I'm never doing drugs again. Never, ever, ever, ever. Na klar. You won't be needing this now. Komm raus, du Feigling! Da oben versteckt sich einer, oder? Ja. Und tschüss. You won't dis- Kommt davon, wenn man starke Gegner unterschätzt. I saw you got.
exit's through the stockhouse. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Get in there and be cool. Bitte, was war denn D nochmal? Das weiß ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Bevor ich irgendwas mache, will ich natürlich erstmal speichern. Okay, ein bisschen was mache ich noch, aber wahrscheinlich nicht mehr viel. Gotta say, I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. Yeah, this is my livelihood. Got a bad feeling about this. Hey, hier? Ach so, das. Ist aber erstmal, was beim Casino zum Teufel schon wieder ist. Also das ist natürlich wieder drin, das heißt, es wird wieder abstürzen. Diese Mission ist nämlich ganz schwer. Mr. Rumfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen? Or shall I say partners? Mm. Oh, I drank to that. Ursprünglich hätte es aber tatsächlich mal eine vollständige Mission sein sollen. Unerklärlicherweise wird die rausgeschnitten, wie so vieles. Der Cut-Content ist meistens immer das, was eigentlich an dem Spiel am besten gewesen wäre.
hier die 3/4 von den Bürgerkriegsmissionen, die in Skyrim fehlen. Hallo? Carl, it's me, Ken. Ach, jetzt wird's da wieder weitergehen. Ich mache jetzt aber erstmal die Mission hier. Jump! Jump! Come on, jump! Come on, hey, that's my truck! Leck mich doch, du altes Loch. Hey, he's gonna be pavement Pete. I warn y'all, I jump! Es wird bestimmt nicht klappen. Aber man kann es ja immer wieder versuchen. Jump! Look what Don did for my career! This is it! This is the end! I'm out! Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, Jew? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Dann gehst du halt mal noch zum C und die Mission mache ich dann noch und dann ist Schluss für heute. Weil nämlich kein Speicherplatz mehr ist. Na toll! Oder vielleicht sterbe ich auch vorher. Mal sehen, ist wirklich noch genug Platz, um das jetzt noch reinzupacken? Ich hoffe es mal. Ja, müsst gehen. Oh, das gibt's aber auch Ballast. Er schießt! Ich finde, den Ballast gehört der Krieg erklärt.
So, und hier geht's jetzt zu snipern. Wenn man nämlich den Ergimisi entkommen lässt, dann muss man sich nur voll lange und nervige Verfolgungsjagd liefern, um den zu erwischen. Wobei, Moment mal. Der ist da hinter dem blöden Gebäude, oder? Den könnte ich also von hier aus gar nicht treffen. Und das sind natürlich diese beiden Helis, mit denen die dann fliehen würden. Tuk tuk. Was wollen die sich den Koffer nämlich holen, dieser Erschis? Die glauben offensichtlich, dass ich das zulassen werde. Du stirbst jetzt aber noch. Real kind. Na toll, da ist ja noch einer. Okay, jetzt aber nicht mehr. Na toll, das ging, war ja klasse. Mal sehen, wie oft ich jetzt noch sterbe, bis ich es schaffe, da hinten zum Speichern zu gehen. Und vor allem mal sehen, ob es abstürzt. Vor allem, da ich es ja jetzt beschrei. Sobald ich da reingehe, wird es abstürzen. Oder wenn nicht, dann spätestens, wenn ich das Speichersymbol aufsammle. Aber das hat es zum Glück nicht getan. Also werde ich die Aufnahme jetzt beenden.